Es sind die Gerüche, die Farben und das Licht, die die Provence so einzigartig machen. Berauscht von den vielfältigen Düften und der Sonne des Südens, schufen Dichter und Maler wie Daudet, Van Gogh, Gauguin oder Cézanne zeitlose Meisterwerke, aus denen sich der Mythos Provence formte. Auch heute noch ist die Provence ein Sehnsuchtsziel, mehr ein Gefühl als geografisch klar umrissen. Ein Land, das erst im Zusammenspiel von Farben und Formen klarere Umrisse erkennen lässt. Vor allem Van Gogh rang schwer, um diese Leichtigkeit und das besondere Licht über den Hügeln und Feldern in seinen Bildern einzufangen. Was seine Augen sahen, die warmen Töne der Sonnenblumen, ist heute ein wesentlicher Teil des Zaubers der Provence. Auch Paul Cézanne hat mit seinem fließenden, impressionistischen Pinselstrich die Landschaft im Süden Frankreichs ein für allemal eingefangen. Zwischen den Falten der Montagne de Lure in der Haute-Provence liegt das provenzalische Grenzstädtchen Sisteron. Viele Orte haben sich das Attribut Tor zur Provence verliehen. Doch nirgendwo passt es so gut wie hier, wo die Erosionskraft der Durance eine Schneise in der Gebirgskette geöffnet hat. Hier verläuft auch die Frontière de Beurre et de l'Huile, die Öl-Butter-Grenze. Südlich dieser Linie wechselt das Klima und stehen weit mehr Olivenbäume als Kühe auf den Wiesen. Das Fleisch brät in der Provence eher in Öl als in Butter. Hoch auf dem Fels wacht eine Zitadelle über die Enge zwischen Alpen und Mediterranee. Vauban, der eifrige Baumeister und Militärexperte unter Heinrich IV., baute die wehrhafte Anlage zu einer trutzigen Festung aus. Keine Armee wagte jemals deren Eroberung. Napoleon musste nach seiner Rückkehr aus der Verbannung auf Elba an der royalistischen Zitadelle vorbei. Der ruhmreiche Feldherr hatte Glück. Als er mit seinen Getreuen Sisteron erreichte, fehlte in der Festungsgarnison das Pulver für die Kanonen. Erleichtert soll Napoleon gesagt haben: "Ich bin in Paris." Denn die dahinterliegende Provinz Dauphine wusste er auf seiner Seite. Auf Befehl Richelieus war im 17. Jahrhundert der polnische Prinz Johann II. Kasimir wegen eines Komplotts gegen Frankreich im Hauptturm eingekerkert worden. 7 Monate musste er auf 4 Quadratmetern ausharren. Gegenüber liegt der ungewöhnlich gefaltete Rocher de la Baume, der die Häuser im Vergleich auf Spielzeuggröße schrumpfen lässt. Beliebt ist der eigenartig geformte Felsen vor allem bei Sportkletterern. Die Autoroute du Val de Durance führt über Aix-en-Provence bis ans Meer nach Marseille. Die gleiche Route, die einst Napoleon in die Gegenrichtung nahm. Schon von weitem dominieren die zapfenförmigen Rochers de Mai. Für den Volksmund sind es zu Stein erstarrte Mönche. Der lebenslustige Ritter Rimbaud sollte auf Geheiß der Kirche seine 7 schönen Frauen aus dem Morgenland von seiner Burg weisen, sonst drohte ihm die Exkommunikation. Eine Gruppe Mönche überwachte den Abzug der Haremsdamen. Deren Schönheit erregte sie aber so sehr, dass der heilige Donat sie zu Stein erstarren ließ, bevor die Sünde einen leichten Sieg feiern konnte. Auch wenn die Grenzziehung nicht immer völlig klar ist, spätestens mit dem ersten Olivenhain beginnt die Provence. Vor der romantischen Bergkulisse von Moustier-Sainte-Marie gedeihen die ölreichen Früchte dank eines besonderen Mikroklimas. Die Bilderbuchlage am Ausgang eines kleinen Canyons und die wiederbelebte Tradition der Fayence-Malerei locken jeden Sommer Urlaubsgäste aus aller Welt in das kleine Bergdorf.
Darüber wacht die Wallfahrtskapelle Notre-Dame de Beauvoir. Gleich ein paar Kurven weiter wartet die Provence mit ihrem spektakulärsten Naturwunder auf, der Grand Canyon du Verdon. Von der Erosionskraft des smaragdgrünen Wassers in den Stein gehöhlt, windet sich die Schlucht in kilometerlangen Flussschleifen, um am Ende den ebenso klaren Stausee Lac de Sainte-Croix zu füllen. Dieser verwandelte das ehemalige Hügeldorf Sainte-Croix de Verdon in einen kleinen Badeort mit Segelschule und Kieselstrand. Die typisch provenzalischen Villages Perchés besetzen die Spitzen der hügeligen Landschaft. Ihre trutzigen Mauern erinnern daran, dass die Geschichte nicht immer gerade zimperlich mit den Provenzalen umgesprungen ist. Jahrhundertelang bestimmten kräftezehrende Kleinkriege zwischen provenzalischen und katalanischen Regionalfürsten die Geschicke der Region. Heute wird in der gemütlichen Provinzialität keine große Geschichte mehr gemacht. Das Spiel mit den Eisenkugeln, die Pétanque, ist der Nationalsport. Eigentlich ist die Pétanque eine Verlegenheitslösung, geboren aus einer Krankheit. Ursprünglich spielte man um die Jahrhundertwende das Jeu Provençal. Dabei musste die Eisenkugel mit Anlauf 20 Meter weit geworfen werden. Jules Lenoir aber litt unter Rheuma und besaß für sein geliebtes Spiel nicht mehr die Kraft und Ausdauer. Also begann er seine eigene Version zu spielen, Le Pied Tanqué, die Füße fest am Boden. Damit war die Pétanque erfunden, die sich in den 50ern mit dem aufkommenden Côte d'Azur-Tourismus in Frankreich und dann in ganz Europa verbreitete. Im Herzen der Von hier aus eröffnet sich der Panoramablick über die Haute-Provence. Landschaften in saftigem Grün, eingerahmt von den Ausläufern der Alpen. Im 13. Jahrhundert von Graf Raymond Béranger bewohnt. Seine vier Töchter eroberten alle das Herz und somit die Krone von Monarchen. Damit wurde er gleichzeitig Schwiegervater von Heinrich III. Von England und des französischen Königs Ludwig IX. Jeden Montag strömen die Menschen zwischen den Gebirgszügen von Luberon und Vaucluse ins verträumte Fort Calquet zum größten Markt in der Haute-Provence. Der zentrale Platz füllt sich mit Ständen voll mit sonnengereiftem Obst und Gemüse aus dem Umland. Es duftet nach Melonen und Gewürzen. Hier wird die Provence gelebt, ihr Mythos genährt. Einkaufen, bummeln, Freunde und Bekannte treffen, reden. Thank you.
Heute kommt kein Markt mehr ohne Lavendel aus. Seit einigen Jahrzehnten das heimliche Wahrzeichen der Provence. Zu Hunderttausenden setzen provenzalische Souvenir- und Folkloreläden Jahr für Jahr Produkte rund um die duftenden Blüten ab. In den Sommermonaten von Juni bis Anfang September blühen die Hügel zwischen dem Plateau de Vaucluse und der Montagne de Lure in kräftigem Lila, während der würzige Lavendelduft sonnenwarm über die langen Staudenreihen weht. Erntezeit ist meist im August, wenn die Blütenköpfe mit den ätherischen Ölen angereichert sind. Die kraftzehrende Ernte mit der Sichel wird ausschließlich beim echten Lavendel angewendet, der heute nur noch 3% des Anbaus ausmacht. Früher haben wir uns Erntehelfer aus Spanien geholt. In 2 oder 3 Tagen waren die Felder abgeerntet. Dann ging es weiter zum nächsten. 14 bis 18 Leute waren damals pro Feld im Einsatz. Und wir haben wirklich hart, sehr hart gearbeitet. Heute werden vorwiegend Lavendelklone angebaut, der sogenannte Lavandin. Diese Hybriden sind ertragreicher und lassen sich mit modernen Maschinen schneller und effektiver ernten. Allerdings hat das Öl durch seinen hohen Kampferanteil einen beißenden Geruch und wird daher hauptsächlich in Wasch- und Putzmitteln verwendet. Das Verfahren für die Essenzgewinnung ist in den genossenschaftlich betriebenen Kleindestillerien seit über 100 Jahren nahezu unverändert. Ein großer Kessel wird bis zum Rand mit den Rispenblüten gefüllt und anschließend gut verschlossen. Ein Feuer bringt Wasser zum Sieden. Der Dampf löst aus den Blüten sämtliche ätherischen Öle und wird einer Kühlspirale zugeleitet. Nach 45 Minuten hat sich der ganze Duft des Lavendels in einem Wasser-Öl-Gemisch in einem zylinderförmigen Gefäß gesammelt. Das hier ist der Separator. Hier trennen wir das Wasser von den ätherischen Ölen. Das Wasser wird aufgestaut und das leichtere Öl schwimmt oben auf. Wenn ich den Abfluss stoppe, sammelt sich oben das Öl. Schauen Sie, da steigt die Essenz auf. Doch die alten Destillieranlagen landen immer häufiger im Museum. Statt aus 200 bis 300 Kilogramm Lavendelblüten rund 1 Liter Öl zu gewinnen, setzt die Industrie seit den 80er Jahren auf die synthetische Herstellung des Lavendeldufts. Das Lavendelmuseum in Coustelet erinnert an die 150-jährige Tradition. Lavendel wurde zwar schon seit alters her als bäuerliches Heil- und Hygienemittel angebaut, doch erst das aufstrebende städtische Bürgertum des 19. Jahrhunderts entdeckte ihn als Duftquelle. Heute ziehen sich die buschigen Lavandin-Reihen durch die Hügellandschaft des Valençon. Der echte Lavendel hingegen wächst erst ab einer Höhe von 600 Metern und bleibt dabei um einiges kleiner als seine unfruchtbaren Klone. Inmitten des Hauptanbaugebietes duckt sich das Örtchen Riez-la-Romaine an einen der vielen Hügel des Plateau de Valençon. Als Römerstadt war Riez ein wichtiger Kreuzungspunkt zwischen Fréjus und der Verwaltungshauptstadt Aix-en-Provence. Die Glanzzeiten sind lange vorbei. Heute dämmern die engen Gassen der Altstadt in beschaulicher Provinzialität. Die Geschäfte bieten traditionelles Handwerk, bunt bemalte Fayencerien. Bunt und austauschbar beliebig ist das Angebot der Stände entlang der Hauptstraße. Die Ausgrabungsstätte am Ortseingang lässt die gallo-römische Vergangenheit auferstehen. Die Reste eines Badehauses grenzen an eines der ältesten Baptisterien Frankreichs, dessen Grundmauern bis auf die Zeiten der Merowinger ins 5. Jahrhundert zurückdatiert werden. Noch ein Jahrhundert älter
ist die Baugeschichte der wuchtigen Basilika Saint-Maximin et la Sainte-Baume. König Karl I. ließ das gotische Gotteshaus auf den Fundamenten einer gallorömischen Krypta errichten, nachdem frühzeitliche Archäologen hier angeblich die Gebeine von Maria Magdalena entdeckt hatten. Die Reliquie machte den Ort zu einem wichtigen Etappenziel auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela und ließ so auch den Spendenbeutel der Kirche klingeln. Der gotische Baustil mit den mächtigen Kreuzrippengewölben war im 13. Jahrhundert neu und vor allem kostspielig, weswegen er in der damals eher armen Provence nur selten angewendet wurde. Hier aber machten es die reichen Gaben der Pilger möglich. Dennoch dauerten die aufwendigen Bauarbeiten bis ins 16. Jahrhundert. Dann begannen die Pilgerströme zum Jakobusgrab zu verebben und die Erweiterungsarbeiten an der Basilika mussten eingestellt werden. Das pulsierende Herz der Provence ist Aix-en-Provence. Im Zentrum huldigt eine Statue dem provenzalischen König, dem Bon Roi René. Der letzte Souverän der Provence liebte das Wasser. Bei mir an der Loire kann ich keine Fontänen springen lassen, soll er gesagt haben. Die Brunnentradition geht auf die Römer zurück. Sie hatten 123 vor Christus die Saluvier besiegt und Aix wegen seiner warmen Quellen zu ihrer Provinzhauptstadt gemacht. Aquae Sextiae Saluviorum, woraus sich heute kurz Aix ableitet. Für seine erschöpften Legionäre errichtete der Feldherr und Stadtgründer Caius Sextius Calvinus ein großes Thermalbad. Zum Aix-Ritual gehört es, als erstes die schattige Platanenmeile des Cours Mirabeau anzusteuern, um dann bei einem Café oder Pastis das bühnenreife Passantendefilé zu beobachten. Namen erzählen Geschichten, so auch der Name des Bummelboulevards. Sehen und gesehen werden spielte im selbstverliebten Aix schon immer eine große Rolle. Vor allem im Frankreich des 18. Jahrhunderts blühte der Klatsch. Graf Honoré de Mirabeau war zu jener Zeit, wenn auch hässlich, so doch ein stadtbekannter Herzensbrecher. Als er sich eines Morgens in Unterhose am Schlafzimmerfenster einer feinen Dame zeigte, war der Adel pikiert und das Volk amüsiert. Es applaudierte Mirabeau und wählte ihn zum Abgeordneten des dritten Standes ins Parlament. Aix erfreut sich einer geringeren Arbeitslosenquote als der Durchschnitt des Landes. Die breite akademische Bevölkerungsschicht verdient so gut wie in der Hauptstadt. Fürs Lèche-Vitrine, den Schaufensterbummel, braucht man hier daher ein ebenso dickes Portemonnaie wie in Paris. Wohlhabend war Aix-en-Provence schon immer. Entsprechend reich gedeckt sind die Stände der Händler auf der Place Richelme. Hier mischen sich die Farben der Provence mit den vielfältigen Düften von Blumen, Kräutern, Obst und Gemüse. Qualität ist in Frankreich eben noch immer das beste Rezept und frische Ware dafür die Voraussetzung. Wenige Schritte weiter beherrscht bis zur Mittagszeit Blumenduft den Rathausplatz. Erst wenn die Händler abrücken, füllen sich die Cafés. Dann geben Kleinkünstler am gemütlichen Platz im Herzen der Stadt den Ton an. Musik
Nein, die Uhren gehen in der Provence nicht anders. Nur die Hektik scheint den Provenzalen fremd. Die astronomische Tour de l'Horloge ist aus dem Jahr 1661. Vier Holzstatuen zeigen jeweils die aktuelle Jahreszeit an. Bummelnd lässt sich das Zentrum von Aix-en-Provence gemütlich an einem halben Tag durchstreifen. Fünf Wege führen auf den Spuren des Malers Paul Cézanne durch die Stadt. Mit seinem modernen Stil rebellierte er gegen die Geschmacksnormen seiner Zeit. Die biederen Bürger von Aix beäugten den Freigeist mit Misstrauen. Er selbst hielt sie für Banausen und malte unbeeindruckt weiter. Am liebsten die Gegend rund um seine Stadt. Den Steinbruch von Bibemus oder den Berg Saint-Victoire. Über seinen Malstil schrieb er einem Kollegen: Die Landschaft spiegelt sich, vermenschlicht sich, denkt sich in mir. Ich steige mit ihr zu den Wurzeln der Welt. Wir keimen. Eine zärtliche Erregung ergreift mich. Und aus den Wurzeln dieser Erregung steigt dann der Saft, die Farbe. Ich bin der wirklichen Welt geboren. Ich sehe. Mit der Erbschaft seines Vaters, eines reichen Bankiers, richtete er sich im Norden von Aix ein Atelier ein und leistete sich einen Kutscher. Der fuhr Cézanne so oft dieser wollte ins Umland zu den Motiven, die ihn fesselten, die er wieder und wieder malte, bis die Welt seine Meisterwerke endlich erkannte. Pablo Picasso sieht in ihm später eine Art Vaterfigur und wird zum geistigen Erben seiner abstrakten Malerei. Um seinem Geist näher zu sein, kauft er sich in Vauvenargues ein Schloss. Im Garten des verschlossenen Château Picasso liegt das Grab des spanischen Malers. So wie der umtriebige Maler entdeckte in den letzten Jahrzehnten auch der Pariser Geldadel die Provence. Nach den Jahren an der Côte und in Saint-Tropez flohen Prominenz und Jet-Set in das Hinterland. Man restaurierte die verfallenen Dörfer und brachte frischen Wind in die Gegend rund um den Karstrücken der Montagne Saint-Victoire. Die Folge? Anwesen oder Häuser in der Provence sind heute für Durchschnittsverdiener unbezahlbar. Nur 20 Kilometer weiter südlich breitet sich die Provence-Metropole Marseille aus. Die Luft in dieser Stadt ist im Großen und Ganzen ein wenig schurkisch, klagte die für ihre Beobachtungsgabe bekannte Marquise de Sévigné schon vor rund 300 Jahren. Die Hafenstadt am Mittelmeer hatte schon immer einen zweifelhaften Ruf. Noch vor wenigen Jahren versank Marseille in Schmutz und Kriminalität, war als Chicago am Mittelmeer verschrien. Mit dem wachsenden Welthandel aber kam der Wohlstand. Das Marseille des 21. Jahrhunderts strahlt vor allem Urbanität und Weltoffenheit aus. Das Herz der Stadt schlägt seit mehr als 2.500 Jahren in der Hafenbucht. Wo heute der stolz wohlhabende Freizeitsegler vor Anker liegt, quälten sich bis 1748 schwarze Sklaven und Hugenotten an den Ruderbänken der Galeeren für den Sonnenkönig. Eine Plakette an der Uferpromenade erinnert an die Stadtgründer, ionische Griechen, die in diesem schmalen Einschnitt zwischen den Kalkfelsen eine Handelsstadt gründeten. Für die ansässigen Kelten und Ligurier waren fremde Schiffe, die Waren tauschen wollten, nichts Neues. Doch diese Besucher baten um Land. Die Hochzeit zwischen dem Anführer der fremden Händler und der Tochter des Königs besiegelte die Landnahme. Die Händler aus Kleinasien taten sich schwer mit ihren barbarischen Geschäftspartnern. Knapp 500 Jahre später riefen die bedrohten Griechen Rom um Hilfe an. Obwohl Massalia zunächst eine gewisse Autonomie behielt, bedeutete die Landnahme durch die Römer jedoch das Ende der griechischen Herrschaft. Die nächsten Jahrhunderte formten die Römer das Gesicht der Provincia Gallia Narbonensis, der heutigen Provence.
Am Hafen erhebt sich das neobyzantinische Kuppelgebirge der Kathedrale Nouvelle Major. Wie heute, so erfuhr auch im 19. Jahrhundert der Welthandel einen gewaltigen Schub und spülte Geld in die Kassen der Hafenstadt. Vor allem die Öffnung des Suezkanals machte Marseille zu einem beliebten Anlaufpunkt. Als eines der teuersten Bauwerke wurde die mächtige Kathedrale auf den Fundamenten ihrer zerstörten Vorgängerin errichtet. Im Baustil spiegeln sich die Einflüsse jener Zeit. Damals galt Marseille als Tor zum Orient. Der marmorverkleidete Innenraum im byzantinischen Stil wurde für 3000 Menschen ausgelegt. Das machte die Kathedrale zum größten sakralen Bauprojekt in Frankreich seit dem Mittelalter. Schließlich erfand die Provence eine eigene Version des Christentums. Das Neue Testament war kurzerhand umgeschrieben und Epochen einfach umdatiert worden. Von der Kathedrale führt ein Weg in die Vieux Quartier, die Altstadt. Hier lag das verruchte Seemannsviertel der roten Laternen. Noch dominiert ärmliche Romantik die bröckelnden Treppengassen. Aber schon wird es wieder schick, in den engen Gassen in Hafennähe zu wohnen. Vom mittelalterlichen Viertel ist nur wenig geblieben. Die deutschen Besatzer hatten es 1943 gesprengt. Die Lücken sind heute durch luxuriöse Neubauten größtenteils wieder geschlossen. Diesmal ließen die Städteplaner dem Viertel mit großzügigen Plätzen aber Luft zum Atmen. Der Triumphbogen am Jules-Guet-Platz feiert zugleich die Französische Revolution und Napoleon. Gleich einem Tor in eine andere Welt bildet er eine Grenze zwischen der europäischen Welt der Rue d'Aix und der arabisch-afrikanischen Welt des Belsaz-Viertels. Hier beginnt Marseille la Casbah, der europäische Brückenkopf von Afrika, wie es der rasende Reporter Egon Erwin Kisch auf den Punkt brachte. Kopftuch tragende Frauen und propere Schwarzafrikanerinnen in ihren bunten Bubus genannten Trachten bestimmen das Straßenbild. Die Männergesellschaft beherrscht das orientalisch geprägte Viertel. Mitten in Marseille glaubt man, Frankreich verlassen zu haben, um in den Nachlass und das menschliche Treibgut des untergegangenen Kolonialreiches einzutauchen. An den Verkehrsachsen prangen die steinernen Relikte der pompösen Vergangenheit der Grande Nation. Ein letztes Mal sollte im ausgehenden 19. Jahrhundert das große französische Imperium beschworen werden. Monumental stellt Marseille Frankreichs koloniale Vergangenheiten am Bahnhof Saint-Charles zur Schau. Die herrschaftliche Freitreppe hoch über dem Zentrum kündet noch heute vom selbstbewussten Stolz der damaligen Städteplaner. Wer die Hauptstadt der Provence auf diesem Wege erreichte, sollte beeindruckt sein. In pathetischen Allegorien aus Stein und Bronze wurde imperiale Größe zelebriert. Über die vielen Gesichter der Stadt wacht die Hügelbasilika Notre-Dame de la Garde. Zu ihren Füßen hat der kleine Port des Offs eine Nische gefunden. Eine Dorfhafen-Idylle mitten in der Großstadt. Die Restaurantbesitzer brauchen sich in dieser Traumlage keine Sorgen um Kundschaft machen. Im legendären Fonfon oder im Bistro Plage verkehrt die Marseille High Society. Liegestuhl, Mittagessen und Drink für 25 Euro. Nur wenige Meter weiter bietet die älteste Badeanstalt, die Plage des Catalans, kostenlose Erholung mitten in der Provence-Metropole. Strandleben,
während sich wenige Meter höher der Feierabendverkehr über die notorisch verstopfte Küstenstraße quält. Hier unten dagegen ist nur das Rauschen des Meers, der Strand, die Sonne und immer wieder der kräftige, kühle Mistral. Am Wochenende zieht es den Marseillais allerdings ein paar Kilometer weiter westlich zu den fjordartigen Calanques hinauf. Im Osten stürzt das Cap Canaille aus 360 Metern ins Meer. Im Westen rahmt das Cap de la Gardiole die Bucht von Cassis. Schon seit der Antike wird die perfekte Kessellage mit spektakulärer Felskulisse als Hafen genutzt. Trotz seiner Beliebtheit konnte sich das kleine Fischernest seinen Charme bewahren. Statt Croisette oder Promenade heißt die Uferstraße noch ganz schlicht Quai. Und obwohl der Ort ohne üppige Hotelanlage auskommt, verkraftet das 8000-Seelendorf den Ansturm von bis zu 35.000 Sommerbesuchern. Ganz ohne Luxusrummel ist Cassis ein Saint-Tropez en miniature, auch wenn die Fischernetze und bunten Boote nur noch hübsches Beiwerk für den großen Geldgeber Tourismus sind. Im 13. Jahrhundert beanspruchten die Bischöfe von Marseille das idyllische Fischerdorf für sich. Heute sind es Villenbesitzer und Sommergäste, die sich die Terrassen am Hafen brüderlich teilen. Dazu werden den zahlreichen Restaurants die berühmte Bouillabaisse und der feine, nach Myrte und Rosmarin duftende Weißwein der Umgebung serviert. Ein Spaziergang durch die Gassen der Altstadt lenkt die Blicke auf bunte Details oder typisch provenzalische Souvenirs. Im 20-Minuten-Takt legen im Hafen Boote zu den Calanques ab. Diese in Europa einzigartige Steilklippenlandschaft gehört zu den beliebtesten Naturwundern, die die Provence zu bieten hat. In den fjordartigen Einschnitten locken Strände mit smaragdgrünem und türkisblauem Wasser, das vom bis zu 400 Meter hohen schroffen Fels eingerahmt wird. In der ausgebleichten Steinlandschaft sind die Wurzeln der Bäume in den Felsspalten und Rissen verankert. Einige der immergrünen Pflanzen wachsen ausschließlich in diesem ungewöhnlichen Biotop. Der weiche Kalkstein war als Baumaterial von Paris bis nach Panama begehrt und wurde zu Zeiten der Segelschifffahrt in Häfen wie diesem verladen. Erst seit 1975 steht das ganze 20 Kilometer lange und 4 Kilometer breite Kalkmassiv unter strengem Naturschutz. Die meisten Calanques sind daher nur vom Wasser aus oder aber auf Wanderwegen erreichbar. Beliebt ist die Route de Crête, die entlang der Steilküste nach Ciotat führt. Wer den Haarnadelkurven folgt, erlebt auf 17 Kilometern mächtige Kammspitzen, glatt gescheuerte Kalkklippen und atemberaubende Panoramen über das Calanque-Gebiet. Anschließend schlingert die Straße hinab nach La Ciotat, das sich wohltuend bodenständig gibt,
ganz anders als das Postkartenstädtchen Cassis. Über Generationen schöpfte die Stadt ihren Reichtum aus dem Schiffsbau. Doch nun ist die Großwerft bankrott. Der Tourismus hilft weiter. Lockend ist vor allem die pinienbedeckte Calanque am Cap de l'Aigle, am Kap des Adlers, wo sich bislang vor allem die Jugend der Umgebung tummelt. Nur wenige Minuten weiter liegt die größere Calanque de Figuerol mit einem bewachten Strand. Das Château de l'Empery ist die Keimzelle des quirligen Provence-Städtchens Salon de Provence und ist die älteste Burg der Region. Eine erzbischöfliche Gründung aus dem 10. Jahrhundert, als die Geistlichen noch dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation dienten. Später nutzten es die Stauferkaiser als Herberge. Am Kreuzpunkt der Wege zwischen Avignon, Arles, Aix-en-Provence und Marseille gelegen, prosperierte die Stadt. Zu ihrem Wahrzeichen gehört ein Brunnen auf der Place Crousillat, dessen Aussehen im Laufe der Zeit die Kalk- und Moosablagerungen formten. Dahinter das alte Stadttor, der Uhrenturm von Salon de Provence. Das 40.000 Einwohnerstädtchen ist heute weniger wegen seiner Seifenherstellung als vor allem wegen Michel de Notre-Dame, kurz Nostradamus, bekannt. Der erfolgreiche Arzt und Hofastrologe von König Karl IX. Verfasste hier seine weltberühmten Zenturien. Heute umspannt der Mythos des Sehers aus dem 16. Jahrhundert die ganze Welt. Seine verschlüsselten Prophezeiungen üben auf seine Anhänger noch immer den gleichen Reiz aus wie schon vor 500 Jahren und erhellen für manche den Blick in die Zukunft. Geboren wurde Michel Nostradamus in Saint-Rémy de Provence. Eine für die Region typische Platanenallee führt in die Stadt. Schon Ludwig XIV. Ließ diese Bäume pflanzen, um seinen Soldaten an Orten mit häufigen Truppenaufmärschen Schatten zu spenden. Zudem bewährten sich die Bäume in der waldbrandgefährdeten Provence als Schutzwand. Die alten Fassaden im Zentrum wirken noch immer wie zu Nostradamus-Zeiten. Hier war der spätere Seher in den dramatischen Pestzeiten seinem eigentlichen Beruf als Arzt nachgegangen. Wie in jedem Provence-Städtchen spielt sich das Leben rund um den zentralen Marktplatz ab. Links und rechts vom platanengeschützten Quadrat gruppieren sich die Bistrotische. Gemütlichkeit à la Provençal. Auf den Spuren von Vincent van Gogh führt der Weg am Stadtrand in die Nervenheilanstalt Saint-Paul-de-Mausole, in dem einen Jahr, das der manisch-depressive Künstler hier am Rande der Alpille verbringen sollte, entstanden seine wichtigsten Werke. Ausgerechnet hier, umgeben von den kalten, grauen Mauern eines mittelalterlichen Klosters, entstanden Bilder von sonneüberfluteten Feldern in kräftigen gelben Farben. Hier entzündete Van Gogh das Licht der Provence. Er malte gegen die Schreckensbilder in seinem Kopf an.
In nur 12 Monaten erweiterte er dabei sein Lebenswerk um über 150 Gemälde und 100 Zeichnungen. Darunter das Bild Sternennacht, das als Hauptwerk dieser Periode gilt. Doch seinen düsteren Gedanken entkommt er auch hier nicht. Das nahende Ende kündigt sich in seinen Bildern an. Ein Jahr hält er es in der kargen Enge der Anstalt aus. Gitterstäbe vor dem Fenster, sein Selbstbildnis an der Wand, ein Stuhl, ein schmales Eisenbett. Tafeln erinnern heute an die Plätze, wo der Impressionist seine Staffelei aufgestellt hatte und sich von der Natur inspirieren ließ. Vor allem die Olivenbäume hatten es ihm angetan. Seinem Bruder schrieb er: Die Ölbäume sind sehr charakteristisch und ich gebe mir große Mühe, das einzufangen. Es ist Silber, das mal ins Blaue, mal ins Grüne spielt. Bronzefarben und beinahe weiß auf gelbem, rosa, violettem oder orangenem Boden, der bis zum stumpfroten Ocker geht. Eines Tages mache ich vielleicht etwas ganz Persönliches daraus, wie ich es mit den Sonnenblumen für die gelben Töne gemacht habe. Es sollten seine letzten Bilder werden. Nach einem Jahr in Saint-Rémy zieht er nach Paris. Nur 2 Monate später erschießt er sich und stirbt in den Armen seines Bruders. Obwohl nur wenige Schritte von der Heilanstalt entfernt, findet sich das altertümliche Les Antiques nicht in Van Goghs Werken. Der Triumphbogen und der schlanke Turm eines Kenotaphs stammen aus augusteischer Zeit, etwa 25 vor Christus. Das Tor führte einst zur Römerstadt, die auf Fundamenten einer teutonischen Siedlung errichtet worden war. Der Inschrift nach wurde das Kenotaph zu Ehren der beiden Enkel des Augustus errichtet. Die gut erhaltenen Reliefs erzählen lebhaft die Geschichte der kriegerischen Landnahme der Provence. Kämpfe gingen oft auch von Le Beau aus. Auf einem Vorsprung am Südhang der Alpille thront die Ruine einer Raubritterburg. Die Gebirgsfestung war vor rund 1000 Jahren von Isnard erbaut worden, einem skrupellosen Dieb, dessen Familienclan innerhalb von 2 Jahrhunderten 79 Burgen und Dörfer zusammenraubte. Heute haben Provence-Touristen Le Beau in Besitz genommen. Während unten am Hang die Busse warten, füllt sich das Felsendorf jeden Tag mit babylonischem Sprachgewirr. Erst in den weitläufigen Festungsruinen oben auf dem Hochplateau verläuft sich der Besucherstrom. Mit steigendem Wohlstand im 12. Jahrhundert tauschten viele Krieger die Lanze gegen die Laute und machten Le Beau zu einer Hochburg des Minnesangs. Aus gestammeltem Begehren wurde feinsinnige Liebeslyrik und aus den reizbaren Raubeinen galante Kavaliere. Im 17. Jahrhundert verschanzten sich Hugenotten in Le Beau. Kardinal Richelieu sah in der neuen Religionsgemeinschaft eine Gefahr und eroberte 1632 die Festung. Anschließend ließ er die Zitadelle mit Pulver und Spitzhacke schleifen. Die Kosten dafür mussten die Bewohner tragen. Die Grafschaft wurde zu einem Marquisat herabgestuft und der Titel ging an Hercule Grimaldi. Dessen heutiger Nachfahre, Prinz Albert von Monaco, trägt noch immer den Rang eines Marquis von Le Beau. 20 Kilometer weiter nördlich drehen sich die moosbewachsenen Wasserräder von Ile-sur-Sorgue. Die malerische Trägheit, mit der sich ein Arm des Flüsschens Sorgue durch die Stadt windet, charakterisiert auch das Leben des kleinen Städtchens. Einst Zentrum der Färberei, Seidenweberei und Papierherstellung,
hat sich Isle-sur-Sorg auf den Antiquitätenhandel spezialisiert. Rund um die Altstadt haben sich inzwischen über 60 Händler angesiedelt. Hier findet sich Antikes oder auf alt getrimmtes für jeden Geschmack. Nach der Shoppingtour durch die Epochen laden die Terrassen zu einem kleinen Café oder Crème ein. Die Vaucluse, Provence wie aus dem Bilderbuch, mit anmutigen Weingärten, dem Zirpen der Zikaden und einem vom nahen Mittelmeer entliehenen Azurhimmel. Hier verbläst der kräftige Mistral die Wolken. Weithin sichtbar liegt das Dorf Lacoste auf einem Hügel, wieder ein typisches Village Perché. Die örtliche Burgruine hat ihre eigene Geschichte. Sie gehörte dem erotomanen Marquis de Sade, der bekanntlich ein wenig mehr im Sinn hatte als nur den Erhalt seiner Sippe. Die Einwohnerschaft, unter der man sich Nachfahren seiner sadistischen Libertinagen vorstellen mag, ließ das revolutionszerstörte Anwesen des verhassten Lüstlings verkommen. Vajere indessen kommen in der Kost nicht auf ihre Kosten. Das Schloss ist in Privatbesitz und kann nur von außen besichtigt werden. Stattdessen lädt die Umgebung rund um den provenzalischen Riesen mit dem kahlen Schädel, den fast 2000 Meter hohen Mont Ventoux, zu ausgiebigen Wanderungen ein. Etwa ins Village de Bories bei Gordes. Stein um Stein wurden die Häuser der dorfähnlichen Ansammlung geschichtet. Und das ganz ohne Mörtel. Trotz ihres archaischen Aussehens wurde diese Bauform erst im späten Mittelalter für bäuerliche Unterkünfte genutzt. Holz war knapp, Steine lieferte der Kalkgrund dagegen nicht nur kostenlos, sondern auch noch in Massen. Man brauchte sie nur geschickt übereinander zu legen oder hochkant zu stapeln. Hier im Luberon und im Vaucluse hat sich die Technik bis ins 20. Jahrhundert gehalten. Danach verfielen die mörtellosen Bauten. Ein Mann aus dem benachbarten Gordes erwarb in den 70ern das letzte intakte Dorf und restaurierte es nach allen Regeln der alten Kunst. Auch die heute begehrte Prominentenbleibe Gordes stand vor wenigen Jahren kurz vor dem Verfall. Der ungarische Künstler Viktor Vasarely, bekannt für seine augentäuschende Rastermalerei, sorgte für die Renovierung des Renaissance-Schlosses und eröffnete eine Ausstellung seiner Bilder. Schon im ersten Jahr kamen 40.000 Besucher. Heute sind die luxussanierten Immobilien im hochgeschichteten Hügeldorf nicht mehr bezahlbar. Die kleinen ehemaligen Häuser der Bauern und Handwerker klettern vom Fuß des Berges zum Schloss hinauf, um es dort in respektvollem Abstand zu umringen. Jahrhundertelang beherrschten die Geschlechter der Dargoul, Simian und Latour d'Auvergne von Gordes aus das Land ringsum. Sie alle hatten am Schloss weitergebaut. Seine heutige Gestalt aber verdankt es Bertrand de Simian, einem kunstsinnigen und streitlustigen Renaissancefürsten. An der versteckten Flanke des Plateaus ließen sich Mitte des 12. Jahrhunderts Zisterzienser in einem abgeschiedenen Taleinschnitt nieder und bauten die Abtei Senanc. So strukturiert wie die Lavendelrabatte ist auch das asketische Leben der Mönche.
die erst seit wenigen Jahren wieder das Kloster in einen Ort der Stille und Andacht zurückverwandelt haben. Welch ein Kontrast dagegen der kleine Ort Roussillon. Von weitem strahlen die rotbraun getünchten Fassaden. Sie werben farbenfroh für die 17 Ockertöne, die hier bis vor einer Dekade aus dem Felsen geschlemmt wurden, um zu Malfarbe pulverisiert zu werden. Die Farbtöne reichen von leuchtend warmem Gelb bis hin zu erdig flammendem Rot und lassen die Pinien grüner und den Himmel blauer erscheinen. Gleich am Ortsrand liegt die durch Abbau und Erosion bizarr geformte Märchenwelt des Sentiers des Ocres. Die Ockerbrüche hatten Roussillon schon in grauer Vorzeit beträchtlichen Reichtum eingebracht. Der sonnenresistente Schlemmstoff ziert Provence-Fassaden ebenso wie viele Fresken im antiken Pompeji. Seit die chemische Industrie künstliche Farbstoffe in größeren Mengen und vor allem billiger produziert, musste sich der Ort umstellen. Heute sorgt der Tourismus für ein gutes Einkommen. Wie alle Naturspektakel inspirierte auch dieser Ort schon früh zu Legenden. Madame Sermont war in inniger Leidenschaft zu einem Troubadour entbrannt. Ihr grausamer Ehemann Raymond d'Avignon ließ ihn töten und servierte seiner Frau das Herz des Geliebten. In ihrem Schmerz stürzte sich Madame Sermont vom höchsten Felsen. Ihr Blut ergoss sich über die Berge und färbte die Landschaft tiefrot. Angelockt vom prächtigen Farbenspiel strömen die Provence-Besucher Jahr für Jahr reichlich in den überschaubaren Ort, erklimmen steile Treppen und wandeln durch enge Torbögen. Die Gassen und Winkel der Stadt lassen sich am besten zu Fuß entdecken. Am schönsten ist das Dorf in den späten Abendstunden, wenn das Licht der untergehenden Sonne die Fassaden in ein leuchtendes Meer aus Gold und Blut verwandelt. Dann kommt Roussillons bröckelnder Charme voll zur Geltung. Fast zwei Jahrtausende hat das dreibögige Monumentaltor im Norden der Stadt Orange überdauert. Der von den Römern erbaute Stadtbogen verherrlichte mit seinen Reliefs und Skulpturen die Siege der Legionäre über die gallischen Fürsten. Mit der Eroberung der Provence hatte sich das Römische Reich einen wichtigen Verkehrsweg nach Spanien gesichert. Die Kolonialherren investierten daher in den Ausbau der Infrastruktur und hinterließen Bauwerke, die die Provence nachhaltig prägten. Verdiente Söldner wurden mit Ländereien rund um die Gegend von Orange belohnt. Der Nordwesten entwickelte sich schnell zum Ruhesitz römischer Kriegsveteranen und war damit nicht nur landschaftlich die provenzalische Toskana. Kunst und Kultur waren den Römern nicht nur für ihre eigenen Leute wichtig, sie setzten ihre Theatermaschinerie auch zur Gleichschaltung der Provinzen ein. Großzügig mit Marmor- und Mosaikdekor ausgestattet, bot das im Zentrum gelegene Theater 10.000 Zuschauern Platz. Die Ludi Publici waren für alle da und daher kostenlos. Die Schauspieler waren dennoch gut bezahlt. Die Nachbildung einer 3,5 Meter großen Augustusstatue ziert die 100 Meter lange Szenenwand. Zu Römerzeiten war die Imperatorenstatue ein Massenprodukt mit austauschbarem Kopf. Obwohl das Theater im 17. Jahrhundert als Steinbruch herhalten musste, gehört es heute zu den besterhaltenen Theatern im ehemaligen römischen Imperium. Sogar der verwöhnte Sonnenkönig Ludwig XIV. Rühmte die schönste Mauer seines Königreiches. Wie in römischen Zeiten werden heute wieder jeden Sommer Festspiele in den antiken Theatermauern durchgeführt. Die Corégies d'Orange rütteln die verschlafene Stadt für ein paar Wochen auf.
Neben dem Theater befand sich traditionellerweise der Tempel. Schließlich hatten Theaterspiele ursprünglich einen kultischen Hintergrund. Tiefere Einblicke in den Alltag der Römerzeit bietet das Städtchen Vaison-la-Romaine. Zwei große Ausgrabungsfelder im Norden und Osten des Zentrums erzählen, mit welchem Prunk und Luxus das römische Imperium seine Militärveteranen und Kolonialbeamten für treue Dienste in der Provincia belohnte. Im Quartier de la Villas lässt sich das Nobelviertel der vor 2000 Jahren prosperierenden Römerstadt Vasio Vocontiorum erkunden. Schon die Römer schätzten den Wein, aber erst die Franzosen erhoben die Traubenkälterei zur hohen Kunst. Der Winzerort Châteauneuf-du-Pape hat es dabei zu Weltruhm gebracht. Der schwere Wein schöpft seine Kraft aus den ockerroten Kieseln. Die großen Steine speichern jeden Sonnenstrahl und geben die Wärme abends wieder an die Reben ab. 13 Sorten werden hier nach strengen AOC-Regeln angebaut. Durch ihre gekonnte Mischung kann jeder Winzer seinem Wein seine persönliche Note geben. Im 14. Jahrhundert hatten die Päpste hier ihren Sommersitz, begründet von Papst Johannes dem 22., der sich dereinst samt Gefolge nicht nur am landschaftlichen Weitblick berauschte. Nur einen Katzensprung entfernt liegt Avignon, das über ein Jahrhundert der Sitz des Papstes war. Auf dem Hügel ließen sie das Schloss von Châteauneuf errichten und nutzten es als Sommersitz. Und mit der Zeit wandelte sich der Name des Ortes von Châteauneuf zu Châteauneuf-du-Pape, um dann am Ende des letzten Jahrhunderts auch offiziell so zu heißen. Catherine Armanier und ihre Schwester sind tiefer mit dem Land verwurzelt als ihre bis zu 100 Jahre alten Reben. Die Geschichte der Winzerfamilie des Domaine Marcoux reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Erfahrung und Tradition spielen in dieser Region eine besondere Rolle, denn die Böden sind karg und lassen wenig Spielraum für Fehler. Dafür liefern die Trauben so viel Eigengeschmack, dass nur ein kleiner Teil des Weins in Holzfässern reifen muss. Die Flaschen der ältesten Weinstöcke der Vieille Vigne versiegelt Catherine Armanier persönlich von Hand. Bei einem Flaschenpreis von über 100 Euro für den Topwein tut sie das gerne. Der angrenzende Côte du Rhône-Wein wird dagegen in größeren Mengen gekeltert. Mobile Abfüllanlagen klappern jedes Jahr im September die Weingüter ab, um den beliebten Rebensaft in die Flaschen und unter die Leute zu bringen. Einst als billiger Tafelwein verschrien, hat er sich inzwischen dank strenger Regeln zu einem hochwertigen Tropfen entwickelt, der in den unzähligen Weingütern verkostet werden darf. Über der träge fließenden Rhone beherrschen die Türme und Zinnenreihen des Papstpalastes die Silhouette von Avignon. Aus der prall gefüllten päpstlichen Schatulle wurde die mit 4.300 Metern längste Stadtmauer Europas finanziert. Avignon ist auch die Hauptstadt der Côte du Rhône Weinregion. Jedes Jahr im September ziehen die Bacchus-Brüderschaften der Umgebung in die ehemalige Papststadt, um sich dort stilecht den Segen für die Weinernte einzuholen. Der Bon de Vendange ist der Tag, an dem die Trauben für reif erklärt werden und der Präfekt die Weinlese freigibt. Der Zug durch die Gassen der Altstadt lockt jung und alt. Unter Glockengeläut pilgern die Winzer Richtung Papstpalast und verteilen dabei die ersten Trauben. Die Banner repräsentieren die Städte der Appellation, der Weinregionen Côte du Rhône, Keran oder Châteauneuf.
Vorneweg die Statue des Schutzheiligen St. Benedikt. Ihr Ziel ist die Kathedrale Notre-Dame-des-Dômes, direkt neben dem Papstpalast. In der romanischen Kirche wird eine Messe für eine gute Ernte abgehalten. Die Zeremonie erinnert an die Zeit der Exilpäpste im 14. Jahrhundert. Europa war geprägt vom Machtkampf weltlicher Herrscher, wie dem König von Frankreich und dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Mittendrin die Päpste, die in der Politik mitmischten und das Reich Gottes auf Erden reicher und mächtiger machen wollten. Innerkirchliche Machtkämpfe und ein von Adelsfäden geschütteltes Rom zwangen Clemens V. zum Wechsel vom Tiber an die Rhone. Getreu dem Grundsatz Ubi Papa, Ibi Roma, wo der Papst ist, da ist Rom, folgten der Geistlichkeit Adlige, Gelehrte, Handwerker, Künstler und Dirnen. In ihrem Lebensstil entsprachen die Stellvertreter Gottes zunehmend der biblischen Beschreibung Babylons. Anders als den Dichter Petrarca, der das Lotterleben für die Nachwelt notierte, hätte der moralische Niedergang die Bevölkerung nicht weiter gestört. Schlimmer war die Ignoranz der Kirchenväter gegenüber der steigenden Not, verursacht durch Missernten, die Pest und den hundertjährigen Krieg mit England. Marodierende Banden machten die Städte unsicher. Selbst Avignon musste 1361 einer solchen Grande Compagnie ein exorbitant hohes Lösegeld zahlen. Dennoch reichte das Geld für unzählige Baumaßnahmen und verwandelte den Papstpalast in einen mächtigen gotischen Klotz, der immer noch so kalt und abweisend wirkt, wie er von seinen ängstlichen Bauherren erdacht worden war. Heute zieht er Heerscharen von Schaulustigen an und gehört zu den mächtigsten Touristenmagneten Frankreichs. Eine späte Rendite für eine derart teure Immobilie, die nur knapp 70 Jahre bewohnt war. Die Stadt hat ein Kongress- und Kulturzentrum daraus gemacht. Der große Ehrenhof ist Spielstätte des alljährlichen Theaterfestivals. Doch den riesigen Palast auf Kulissenformat herunterzuspielen, ist auch den besten Schauspielern nicht möglich. Eine Besichtigung der gesamten Anlage nimmt wenigstens 4 Stunden in Anspruch. Den gigantischen Bankettsaal wusste niemand so gut zu nutzen wie der prunksüchtige Papst Clemens VI. Ein Auszug aus der Einkaufsliste für das Festessen anlässlich seiner Wahl macht das Ausmaß der Feierlichkeiten deutlich. 118 Rinder, 1023 Hammel, 7428 Hühnchen wurden geschlachtet und rund 50.000 Torten für die geladenen Gäste gebacken. Für die Schlemmsucht dieses Papstes musste eigens eine Küche an den Saal angebaut werden, vor allem um die langen Wege zu verkürzen. Über die Ehrentreppe erreichten die Gäste den großen Audienzsaal.
Obwohl 1348 die Pest im Land wütete, ließ Clemens VI. In einer Rekordzeit von 4 Jahren die große Kapelle errichten. Erst dieser mächtige Raum, so fand er, böte seinen pompösen Feierlichkeiten den passenden Rahmen. 2 Dekaden und 2 Pontifexe später bewegten die verlotterten Sitten Papst Gregor XI. Zur Rückkehr nach Rom. Nach dessen Tod setzten sich mit Clemens VII. Und seinem Nachfolger Benedikt XIII. 2 Gegenpäpste auf den verwaisten Papststuhl in der Provence. Auch wenn die Aufspaltung der katholischen Kirche diesmal abgewendet werden konnte, das Papsttum war nach einem Jahrhundert des Niedergangs moralisch angreifbar und institutionell unterhöhlt. Das bildete den Nährboden für die kommende Reformation. Der Blick von den Zinnen der Burg fällt in Richtung Süden auf den Uhrenturm der Tour de l'Horloge im Zentrum der Altstadt. Hier liegt der quirlige Lieblingsplatz der Avignoner mit dem Theater an der Westseite. Die Stadt wusste ihre Päpste stets bestens zu unterhalten. Kunst und Kultur blühten zu jener Zeit in schillerndsten Farben. Die Lage der Münze direkt gegenüber dem Papstpalast war ebenfalls gut gewählt und zeigte unübersehbar, wer hier die Fäden zog. Nach Norden schließt die Kathedrale Notre-Dame des Dômes mit der goldenen Maria das Palastensemble ab. In Richtung Westen ragt der Pont Saint-Benézé, Frankreichs wohl berühmtester Brückenkopf, samt romanisch-gotischer Kapelle aus der Rhone. Der restliche Teil der Brücke wurde im 17. Jahrhundert vom Hochwasser fortgeschwemmt. Dem Spottlied «Sur le pont d'Avignon, on lit danse» verdankt Avignon seinen Weltruhm. Auch wenn das einfache Volk nicht auf, sondern unter ihren Bögen tanzte, dort, wo in päpstlicher Zeit im Rotlichtviertel mit seinen Spelunken gesündigt wurde. Die Brücke selbst durfte nur gegen Entrichtung einer Mautgebühr benutzt werden und war streng bewachter Grenzübergang des Kirchenstaates zum französischen Kronland. Auf der gegenüberliegenden Seite der Rhone stellte der französische König den Päpsten ein ebenfalls respekteinflößendes Bollwerk entgegen. Mit dem Fort Saint-André wollte König Johann der Gute die Macht des französischen Kronlandes gegenüber dem geistlichen Anspruch demonstrieren. Muskelspiele im jahrhundertelangen Ringen. Rhone abwärts nach Arles führte der Weg am Schloss Beaucaire vorbei. Selbst das halbverfallene Château erinnert eindrucksvoll daran, welchen Reichtum die Kontrolle über die einst wichtigen Wasserstraßen mit sich brachte. Die riesige Anlage steht heute im deutlichen Kontrast zu den verfallenen grauen Fassaden der Stadt. Der Blick auf die verschachtelten Rundziegeldächer, eine Kirche sowie das Kaufmanns- und Handwerkerviertel erzählt viel über die Vergangenheit. Die Gegenwart der Kleinstadt im Midi verdämmert in Bedeutungslosigkeit. Immerhin beginnt hier das Stierkampfland. In Beaucaire findet sich die erste Arena auf dem Weg nach Arles. Die Course Camargaise wird zwischen Mensch und Tier ausgetragen. Bei der unblutigen Variante wird das Tier nicht getötet, sondern kann, wie der Stier Goya, sogar zu Nachruhm gelangen. Die Bevölkerung ließ den wackeren Kämpfer in Stein meißeln und als Hüter der Stadt aufstellen. Hauptstadt des Stierkampfs ist jedoch Arles. Das Amphitheater liegt im Zentrum der Stadt. Von seinen Außenmauern hat man einen guten Blick auf die Fassaden und über die ziegelroten Dächer der Stadt,
die wie ein steinernes Museum unter der südlichen Sonne döst. »26.000 Menschen«, meist Legionäre der römischen Garnison, fasste das Oval des Theaters. Damals waren Raubtierkämpfe die Attraktion. Zu Van Goghs Zeiten waren es wilde Stiere, wenn in der Sommersaison die Corrida veranstaltet wurde. Man kann als Zuschauer von der mutigen Eleganz der Toreros und Picadores hingerissen oder von der blutigen Tierquälerei abgeschreckt sein. Jedenfalls gehört das Spektakel noch immer zur Provence. Auch wenn die Course Camargaise, das unblutige Duell mit dem Stier, den Vorzug findet. Die Aficionados, die Anhänger des Stierkampfes, treffen sich nach den Corridas in den umliegenden Brasseries, um lautstark über die Leistung der Stierkämpfer zu debattieren. Außerhalb der Saison wandeln hier Touristen im Nachhall des Arena-Getümmels. Als Alternative zum umstrittenen Stierkampf bietet die Region rund um Arles Folklore. Regelmäßig stattfindende Umzüge geben Einblick in Geschichte und Kultur der Region. Immer vorne mit dabei die Gardiens, die Hüter der Camargue-Stiere und Pferde, provenzalische Cowboys gewissermaßen. Die schönen Arlesiennes in ihren Trachten sind dabei genauso sattelfest wie die Männer. In ihren Traditionen schimmern spanische Einflüsse durch, die die über 2000 Jahre alten Handelsbeziehungen zum Nachbarn im Südwesten mit sich gebracht haben. Die Lust zur Verkleidung führt die Zuschauer am Straßenrand zurück in die Zeit französischer Könige, als das Volk noch die Nahrung für den Adel direkt an den Hof lieferte. Zeitreise geht zurück bis zu den Galliern. Dazwischen immer wieder die fröhlichen Klänge der Camargue. Prägend war die Zeit unter römischer Besatzung, die der Region jahrhundertelangen Frieden brachte. Die Pax Romana veränderte die Region von Grund auf. Die Römer hinterließen mit ihren befestigten Straßen und ihren mächtigen Bauwerken, wie hier dem Theater in Arles, den architektonischen Grundstein für die spätere romanische Architektur. Auch zur Lebenskunst der Franzosen haben die frühen italienischen Nachbarn nachhaltig beigetragen.
Noch heute genießen in Frankreich Mode und Kochkunst den gleichen Stellenwert wie Gentechnik und Weltraumforschung. Das römische Erbe lebte in den ersten Kirchenbauten weiter. Der Turm des Klosters Saint-Trophime, eine Mischung aus Romanik und Gotik. Immerhin war Arles die Metropole der römischen Provinz. Galula Roma, das kleine gallische Rom, nannten es die Dichter jener Zeit. Das Eingangstor zum Kloster Saint-Trophime ähnelt nicht zufällig der Triumphbogenarchitektur der Römer. Das Portal erzählt figurenreich biblische Geschichten. Es war kaum fertiggestellt. Da durchschritt es 1178 der Staufer Friedrich Barbarossa und ließ sich zum König von Burgund und Arelate krönen. Im Inneren reiht sich der schönste Kreuzgang der Provence. Und die ist nicht gerade arm an Kreuzgängen. Das Spiel von Licht und Schatten verzaubert den Ort. Die angenehme Kühle im abgeschirmten Geviert bietet willkommenen Schutz vor der Hitze des Tages. Auch im Kreuzgang wieder biblische Mahnungen: Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Das skulpturale Bilderprogramm wandte sich vor allem an leseunkundige Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela. Gute Christen konnten vor den Toren der Stadt in der Nekropole Alicant ihre ewige Ruhe finden. Nur ein kleiner Teil der Totenstadt überdauerte die Zeit. Den Reihen der verbliebenen, fast schmucklosen Sarkophage gaben Van Gogh und Gauguin in ihren Bildern mit starken Farben etwas von der einstigen Magie zurück. Neunzehn Kirchen und das erste Nonnenkloster Südgalliens standen hier. Angehörige setzten ihre Toten in pechversiegelten Holzsärgen auf der Rhone aus. Begraben wurden die Verstorbenen nur, wenn die Leichenfischer ein Stück Gold oder Silber zwischen die Zähne geklemmt fanden. Hinter Arles beginnt die Camargue, ein riesiges Sumpfdelta, das sich bis ans Mittelmeer erstreckt. Das 80 Quadratkilometer große Gebiet ist ein geschütztes Naturparadies für Flora und Fauna. Rosa Flamingos durchkämmen mit ihren Schnäbeln das Brackwasser nach Krebstieren und Mückenlarven. Wer das Mündungsdelta abseits der wenigen Straßen durchstreifen möchte, fährt am besten einen der unzähligen Reitställe an. Ganze Karawanen im Sattel ziehen durch die empfindliche Naturlandschaft. Charakteristisch für die Camargue sind die weißen Pferde, die wild umherstreifen. Ihre Grenzen sind sehr weit gesteckt.
Die regionale Naturparkverwaltung überwacht streng die Brut- und Siedlungsgebiete. Neben Lehrpfaden gibt es etliche Aussichtsplattformen, von denen aus sich die Tiere störungsfrei beobachten lassen. Weideland auch für die Kampfstiere der Arena, die hier ungebundene Jahre genießen, bevor sie, blutig oder nicht, dem johlenden Publikum vorgeführt werden. Seit die Flamingos im Delta ihre Rückzugsräume haben, hat ihre Population wieder zugenommen. Zu Ostern kommen an die 20.000 der langbeinigen Wattvögel zur Brutpflege in die Camargue. Noch zahlreicher als das Federvieh bevölkern in den Sommermonaten die Touristen das Mittelmeerstädtchen Sainte-Marie de la Mer. Hier reiht sich Souvenirladen an Imbissstand und Eisdiele. Dazwischen die Kinder des Windes, die Gitans, die Gegend bevölkern. Für sie ist ihr Lisanti Mario de la Mar ein besonderer, ein heiliger Ort. Die wehrhafte Wallfahrtskirche Notre-Dame de la Mer erinnert eindrucksvoll daran, dass dem Dorf immer wieder vom Meer her Gefahren drohten. Die Einwohner konnten sich innerhalb der Mauern verschanzen und wenn schon nicht ihr Hab und Gut, so zumindest ihre Haut retten. Der Legende nach wurden hier die Gebeine von drei Heiligen gefunden. Maria Jakobäa, der Tante von Jesus, Maria Salome, der Mutter von Johannes, und von Sarah, ihrer schwarzen Nomadendienerin. Eine Strömung soll ihr Boot aus dem Heiligen Land an den Strand von Sainte-Marie getrieben haben. Von hier aus drang ihre christliche Botschaft in die Provence. Ende Mai kommen Sinti, Roma und Jenische nach Sainte-Marie, um diesem Mythos zu huldigen. Im Mittelpunkt steht dabei, neben den beiden Marien, die schwarze Nomadin Sarah, die einzige Schutzheilige, die Kirche dem fahrenden Volk zugestehen wollte. Für eine kriegerische Missionierung in die entgegengesetzte Richtung wurde Aigues Mortes errichtet und mit dicken Wehrmauern umgeben. Aus dem Nichts ließ König Ludwig IX. Die für das 13. Jahrhundert gigantische, wehrhafte Stadt aus den Sümpfen stampfen. Sie sollte Ausgangspunkt glorreicher Kreuzzüge ins Morgenland werden, deren Ziel die Rückeroberung Jerusalems. Von Aigues Mortes aus schiffte er sich mit seinen bewaffneten Wallfahrern zum 6. und 7. Kreuzzug ein. Beide Unternehmen endeten in einem Fiasko. Der letzte Kreuzzug kostete den König das Leben. Daraufhin war Europas gläubiger und gieriger Adel für eine längere Zeit von Begehrlichkeiten im Nahen Osten geheilt. Die Stürme der Jahrhunderte, Eroberer und Könige sind über das Land im Süden Frankreichs hinweggezogen. Ihre stummen Zeugen sind der Nährboden der heutigen Kulturlandschaft, auf der das pulsierende Leben unter südlicher Sonne bestens gedeiht. Sehnsuchtsziel der Franzosen ebenso wie der Besucher aus aller Welt, die, angelockt vom Füllhorn an Farben und Düften, in den Süden pilgern. Laissez-faire zwischen Weinbergen und Mittelmeer. Lebensqualität im ruhigen Rhythmus des Genießens. Savoir-vivre en Provence.
Man vermag dann nachzuspüren, was Vincent van Gogh so beschrieb. Ein Olivengarten hat etwas ganz Intimheimliches. Das ist zu schön, als dass ich es zu malen wagen oder verstehen könnte. Er wagte es trotzdem und schuf unvergängliche Werke, zu denen die Provence geduldig Modell stand. Daraufhin war Europas gläubiger und gieriger Adel für eine längere Zeit von Begehrlichkeiten im Nahen Osten geheilt. Die Stürme der Jahrhunderte, Eroberer und Könige sind über das Land im Süden Frankreichs hinweggezogen. Ihre stummen Zeugen sind der Nährboden der heutigen Kulturlandschaft, auf der das pulsierende Leben unter südlicher Sonne bestens gedeiht. Sehnsuchtsziel der Franzosen ebenso wie der Besucher aus aller Welt, die, angelockt vom Füllhorn an Farben und Düften, in den Süden pilgern. Laissez-faire zwischen Weinbergen und Mittelmeer. Lebensqualität im ruhigen Rhythmus des Genießens. Savoir-vivre en Provence. Man vermag dann nachzuspüren, was Vincent van Gogh so beschrieb. Ein Olivengarten hat etwas ganz Intimheimliches. Das ist zu schön, als dass ich es zu malen wagen oder verstehen könnte. Er wagte es trotzdem und schuf unvergängliche Werke, zu denen die Provence geduldig Modell stand.